Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem One-Card-Channeling. Aber bevor wir damit loslegen, gibt es heute noch etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen oftmals diesen wunderschönen Kartenhalter benutzt, den Sabine Tallinger, mit ihr habe ich ja unser Heart and Soul Lenormand Deck kreiert, selbst herstellt. Und viele von euch haben gefragt, ja, kann man den irgendwo kaufen? Und Sabine hat sich jetzt dazu entschlossen, diesen Kartenhalter auch tatsächlich in den Vertrieb sozusagen zu bringen. Den wird es also jetzt bald auf Amazon zu kaufen geben. Und zwar auch in verschiedenen Geschenkverpackungen, so dass das auch ein ganz tolles Geschenk ist für Familienmitglieder, für die Freundin. Aber was ich noch erwähnen möchte, es ist ja nicht nur ein Kartenständer, sondern du kannst hier natürlich auch ein Foto hineinstellen, ja, beispielsweise von einem lieben Menschen, der bereits im Jenseits ist, oder einem Tier, ja, oder aber auch deinem Herzensmenschen, wenn du mit ihm oder ihr telepathisch kommunizieren möchtest. Und deswegen finden wir beide, sowohl Sabine als auch ich, dass dieses Wort Kartenständer eigentlich dem Ganzen nicht gerecht wird. Und wir haben uns überlegt, wir geben diese Aufgabe, einen schönen Namen zu finden, jetzt einfach mal an euch weiter. Wenn euch ein schöner Begriff einfällt, wie wir diesen Kartenständer, Bildhalter, was immer auch für Begriffe dafür normalerweise verwendet werden, nennen könnten, um zum Ausdruck zu bringen, dass er einfach einen ganz besonderen Platz bietet für etwas, was wir uns sozusagen anschauen möchten, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dann schreibt bitte eure Vorschläge in die Kommentare. Sabine wird sich dann einen Begriff aussuchen, der ihr am besten gefällt, und diejenige Dame oder derjenige Herr, von der oder dem der Begriff stammt, bekommt dann einen Kartenständer von ihr geschenkt. Ja, wir freuen uns auf eure Vorschläge und sind schon sehr gespannt, meine Lieben. Ja, und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was ich heute hier zeigen möchte. In dieser Woche frage ich natürlich wieder nach einer Botschaft aus der geistigen Welt. Ich habe das Deck, das Rider-Waite-Tarot, schon mal vorgemischt. Wir werden uns eine Karte herausmischen und ich werde dann hier eine gechannelte Botschaft empfangen dazu. Wenn du selbst mal ein One-Card-Channeling für dich möchtest, dann schreib mir gerne. Alle Kontaktdaten findest du hier in der Infobox unter diesem Video. Du kannst dafür natürlich eine ganz konkrete Frage stellen oder du lässt dich überraschen von einer Botschaft aus der geistigen Welt. So, meine Lieben, wir atmen mal tief durch. Okay. Was möchte sich heute zeigen für uns? Um was darf es heute gehen? Jawohl. Schon eine Karte gefallen. Wir schauen uns die mal an. Meine Lieben, das kann wirklich nicht sein. Diese Karte fiel jetzt in den letzten, ich glaube, 4 oder 5 Wochen zum 3. Mal. Ja, aber scheinbar ist sie so wichtig derzeit, und ich werde jetzt mal fragen nach einer Botschaft, die diese Karte, die 9 Münzen, uns heute übermitteln möchte. Was darf durch dich neu geboren werden? Im Kollektiv herrscht derzeit eine gewaltige Energie der Neugeburt. Die Voraussetzung dafür, dass du in deinem Leben etwas Neues kreieren kannst, ist das Verankertsein in dir selbst. Oftmals hast du vielleicht eine Eingebung, eine Idee, was gerne in dir und dann auch
aus dir heraus entstehen möchte. Doch Zweifel und Ängste halten dich davon ab, einen ersten Schritt in die neue Richtung zu tun. Die Voraussetzung dafür, dass das, was durch dich in die Welt getragen werden möchte, auch Früchte trägt, ist die Verbindung zu dir selbst und zu deiner göttlichen Führung. Denn wir hier in den höchsten göttlichen Sphären des Lichtes sind sehr daran interessiert, euch dabei zu unterstützen, neue Projekte ins Leben zu rufen und euren Herzenswünschen zu folgen. Möglicherweise schreckst du noch zurück, weil du Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hast, die deine Zweifel nähren. Doch bedenke, dass du nichts Neues erschaffen kannst, wenn du die Ängste aus vergangenen herausfordernden Situationen dazu als Grundlage nimmst. Denn immer dort, wo Angst und Zweifel herrscht, tut sich das Neue schwer, in eine Form gebracht zu werden. Für dich ist es im Moment besonders wichtig, dich immer wieder zu erden. Die Energien im Kollektiv werden in den kommenden Wochen turbulent. Und umso wichtiger ist es, euch immer wieder mit Mutter Erde zu verbinden. Und damit tut ihr nicht nur euch selbst einen Gefallen, sondern auch Mutter Erde bedankt sich dafür bei euch. Sie braucht die Verbindung zu euch Menschen ebenso, wie ihr die Kraft von Mutter Erde braucht. So verbringe viel Zeit in der Natur. Stelle dich immer wieder mit beiden Füßen fest auf den Boden und lasse alle Ängste und Zweifel, die du noch in deinem Energiefeld trägst, durch deinen Körper und deine Fußsohlen abfließen in die Erde. Denn die Erde leistet eine wundervolle Transformationsarbeit, um diese Energien aufzunehmen und zu verwandeln. Des Weiteren achte immer und immer wieder auf deine Atmung. Sei dir darüber bewusst, dass ein tiefer Atem, der durch deine Zellen fließt, dich versorgt mit Sauerstoff, dies für deinen grobstofflichen Körper, aber auch mit Lebenskraft. Euer Atem ist euer Lebenselixier. So wie du atmest, so lebst du. Achte darauf, ob sich dein Atem nur weit oben in deinem Hals und oberen Brustbereich abspielt oder ob es dir gelingt, tief in deinen Bauch hineinzuatmen. Denn damit trägst du ebenfalls zur Erdung bei. Ihr habt aktuell eine so förderliche Energie zur Verfügung, Neues zu kreieren. Doch das Neue setzt euren inneren Frieden voraus. Neues kann nur entstehen, wenn du mit dir selbst und allem, was ist, im Reinen bist. Wenn du noch haderst mit dem, was ist, wird es dir nicht gelingen, ein neues Bewusstsein, eine neue Stufe deines Bewusstseins zu erlangen. So gehe zunächst in die liebevolle Akzeptanz von allem, was ist, und wisse, dass dies in Verbindung mit deiner Erdung die Voraussetzung dafür ist, dass du das, was du dir von Herzen wünschst, auch verwirklichen kannst. Und so angebunden du mit deinen Füßen auf der Erde stehst, so binde dich auch
mit deinem Kronenchakra an die geistige Welt an. Öffne immer wieder dein Scheitelchakra am höchsten Punkt deines Kopfes und lass das Bewusstsein aus der höchsten Quelle in dich einfließen. Damit schaffst du die besten Voraussetzungen, die Energie, die euch jetzt in den kommenden Tagen und Wochen zur Verfügung steht, bestens für dich zu nutzen. Vertraue uns und halte dich fest an dem Glauben an dich. Bedenke immer und immer wieder, dass nur der Glaube an deine Kraft, die Liebe zu dir selbst und die Akzeptanz dessen, was ist, dich all das manifestieren lassen, was du dir von Herzen wünschst und was auf deinem Seelenweg für dich vorgesehen ist. Du bist dabei unendlich geliebt und beschützt. Ja, meine Lieben, wow. Ich muss wirklich gestehen, ich bin da ganz ehrlich, als ich die Karte heute jetzt zum, ich denke, dritten Mal innerhalb von ein paar Wochen habe springen sehen oder hatte sie aufgedeckt, hatte ich wirklich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. 78 Karten hat das Deck, ja, und jetzt fallen erneut die 9 Münzen. Aber ich denke, wir haben heute wieder eine ein bisschen abweichende Botschaft erhalten, um was es jetzt geht mit dieser Energie. Und ich glaube, ich habe bereits am Montag im Wochenstart-Reading gesagt, dass ich schon eine Intuition zum kommenden Neumond im Zeichen des Widders habe. Der findet ja nächsten Mittwoch statt, am 21. ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe da am Montag schon gesagt, dass ich fühle, dass dieser Widder-Neumond den Startschuss geben könnte für Neues, was geboren werden möchte. Und das Channeling jetzt eben hat das im Prinzip bestätigt. Ja, und was ich noch als so schönen zusätzlichen Aspekt gerade empfand, war einfach, dass wir nochmal aufgezeigt bekommen haben, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass wir Neues ins Leben rufen können. Also ganz wundervoll, ja. Und ich habe jetzt auch schon so einen Impuls gerade bekommen, worum es in unserer Neumond-Session gehen wird, die selbstverständlich wieder am Tag des Neumondes stattfinden wird. Wir werden eine Vision dessen kreieren, was wir ins Leben rufen möchten. Ich denke, das könnte eine wundervolle Meditation werden, sozusagen eine Visionsmeditation. Ich bin gespannt, was sich da zeigen wird. Aber dazu gibt es natürlich in den kommenden Tagen noch mehr Beiträge von mir. Deswegen freue ich mich, wenn du meinen Kanal wieder einschaltest. Und ich freue mich natürlich auch über alle Kommentare mit euren Vorschlägen für einen Namen für dieses wundervolle Geschenk, ja, von Sabine, das dann bei dir landen wird. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wundervollen Mittwoch und freue mich auf eure Kommentare. Bis bald, die Uli. Tschüss.